Hallo, ich hatte eine Anfrage bzw. mehrere Anfragen, ob ich denn mal ein Schul-Make-up machen könnte. Und das wird auch ein ganz schneller Look, weil ich denke, so ein Schul-Make-up, das muss nicht stark sein. Also das ist so ein ganz dezenter Look. Da habe ich auch nur ganz wenig Sachen für benutzt. Das auch habe ich schon mal vorgeschminkt. Wie ihr seht, gar nicht stark oder so. Ganz dezent, reicht auch völlig für die Schule, wie ich finde. Das sieht vielleicht auch jeder anders, aber ich denke, man hat morgens nicht viel Zeit und nicht viel Lust. Und naja, da reicht es dann auch, wenn man so ein bisschen nur was hat. Ich habe genommen von P2 den Color Boulevard Eyeshadow in Tokyo Night. Das ist so ein. Oh, noch ein bisschen. Das ist so fünf Farben sind das, seht ihr das? Das geht so vom Weißen ins Rosa, Beige, Braune. Also ist eine ganz, ganz tolle Palette und reicht auch völlig für die Zwecke. Für den Zweck. Für den Zweck. Eyeshadow Base habe ich jetzt schon drauf. Ihr nehmt einfach einen ganz normalen Pinsel. Ich habe jetzt den hier von Rossmann. Der ist schön stabil. Damit kann man sehr schön Farbe auf sie bringen. Da gehe ich jetzt in diese Farbe. In diese zweite hier. Wenn ihr in die dritte kommt, ist nicht so schlimm, weil die beiden ähneln sich sowieso sehr. Das gebe ich aufs komplette Lid. Noch ein bisschen. Und jetzt gehe ich in das Weiß davon. Hier. Und das setzt sich so ein bisschen in den Innenwinkel. Damit das Auge schön. Also, wenn ihr hier so ein bisschen Weiß habt, dann seht ihr gleich frischer aus und das Auge strahlt gleich mehr. So. Das ist so viel dazu. Das war's auch schon. Also ganz plump den Lidschatten auf dem Lid verteilen. Dann nehmt ihr so einen fluffigen Pinsel. Ich weiß jetzt nicht. Wo bist du denn? Ach da. Ich habe jetzt hier einen von Rossmann, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Deshalb nehmt einfach irgendwas, womit ihr gut in die Lidfalte gehen könnt. Da gehe ich in diese dunkle Farbe hier und setze mir die einfach in die Lidfalte. Ganz simpel. So, noch ein bisschen. Ich bin von diesem Lidschatten total begeistert, weil ich persönlich auch finde, dass der zu jeder Augenfarbe passt. Also sowohl zu grün als auch zu blau oder zu braun wahrscheinlich noch besser. Einfach in die Lidfalte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein bisschen was Dunkleres nehmen wollt, könnt ihr natürlich auch ein dunkles Grau oder wenn ihr wollt, ja, schwarz fände ich vielleicht schon ein bisschen zu. Ja, zu stark für die Schule, aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch ein Schwarz nehmen. Wobei ich finde, so ein schönes Braun ist perfekt. Das war's auch schon. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut erkennt. Ich habe jetzt bewusst keinen Eyeliner-Strich gesetzt. Ignorieren bitte. Ich habe jetzt bewusst keinen Eyeliner-Strich oder sowas gesetzt, weil ich finde, das muss nicht sein für die Schule. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich machen. Dann würde ich vielleicht auch einen Braun nehmen. Ja, unten habe ich. Wo ist mein Kajal? Habe ich hellen Kajal, damit ihr morgens richtig schön frisch aussieht, weil wenn ihr gerade aufwacht und dann noch so ein bisschen müde aussieht und dann so ein bisschen hellen Kajal auf die Wasserlinie, dann gibt das einen ganz tollen, frischen Effekt. Nur finde ich den gerade nicht. Eigentlich habe ich ja den von Kron, aber egal. So. Einfach so ein bisschen hellen Kajal auf die Wasserlinie. Und schon seht ihr super frisch aus. Meine Wimpern hatte ich jetzt schon getuscht. Das war's. Also Lippen würde ich jetzt auch nicht unbedingt was ganz Starkes nehmen, weil, wie gesagt, vielleicht einfach einen hellen Gloss oder Labello oder sonst was. Auf die Wangen wiederum könnt ihr vielleicht einen Tick mehr Rouge nehmen, damit ihr so ein bisschen frischer aussieht und es soll ja auch über
den kompletten Schultag halten. Achso, hier ist der Kajal, den wollte ich euch zeigen. Der ist ganz, ganz super. Der kostet um die 3-4 Euro. Ist sehr, sehr ergiebig und ist ganz toll für die Wasserlinie. Also der ist so beige, weil ich persönlich weiß ein bisschen zu hart finde. Aber den finde ich super. Der ist von Kron. Schaut ihn euch an. Ich bin da total begeistert von. Rouge. Ja, ich nehme jetzt einfach hier eins. Rouge. Wie gesagt, da könnt ihr ruhig einen Tick mehr von nehmen, aber nicht übertreiben oder so. Und schön. So. Schön auf die Wangen, auf die Wangen geben. Ja. Auf den Lippen hatte ich jetzt einfach nur so einen hellen Lippenstift von Rossmann. Aber wie gesagt, da könnt ihr ja selber. Also ich würde wirklich jetzt da nicht vielleicht unbedingt zu einem roten, knalligen Lippenstift oder sowas greifen. Ich denke, für die Schule muss das nicht sein. Ja, das war es eigentlich schon ganz, ganz schnell. Wie gesagt, hellen Lidschatten auf die Lidfalte, weiß in den Innenwinkel. Und was Dunkles einfach in die Lidfalte. Ganz, ganz schnell. Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen Eyeliner setzen, ziehen, wie auch immer. Würde ich persönlich aber nicht machen, weil ich denke, so reicht das auch. Guckt nochmal. Ich denke, das ist vollkommen ausreichend für die Schule. Ja, ich wollte mich nochmal ganz lieb für alle Glückwünsche bedanken. Okay, wir sehen uns. Tschüss.